The village of Schuld in Germany looks like it's been hit by a tsunami. At least 6 houses have been completely swept away by the River Ahr. After bursting its banks, it devastated everything in its path. Some residents took refuge on their roofs to escape the deluge. Rescue workers are still searching for dozens of missing people. Mehr wie Katastrophe. Ganz, ganz schlimm. Also seit 50 Jahren mal in der Feuerwehr drin haben wir sowas nicht gehabt. Es ist nur schrecklich. Und wenn man das jetzt sieht, hier hinter uns haben 2 Häuser gestanden. Man sieht ja, wie viele Häuser kaputt es ist. People from the area describe the night with horror. Water overflowing everywhere. Flood warning sirens could be heard across the region. Residents escaped however they could. A man was rescued after being trapped in this car. Ja, ich habe sowas im Leben noch nicht erlebt. Absolut nicht erlebt. Ja, dass das auf einmal so schnell geht. Damit hat ja keiner gerechnet, ja, dass das so schnell geht auf einmal. Ja. Und das ist ja ein reißender Fluss, man sieht das. Es reißt ja. Ich weiß nicht. Kommt von der Lenne, ne? And the waters aren't letting up. The historic city of Bad Münsterfell has been badly damaged. Residents say it looks like it's been bombed. Es ist überall in den Häusern Flammen. Von die Brücke hin abgestürzt. Wasser rüber. Weiter runter sind sogar Häuser weggeschwommen. Also es ist Notstand wie im Zweiten Weltkrieg. Around 135,000 people are without electricity. Angela Merkel has said she's grieving for those who've lost their lives. Dozens are known to have died in the floods, and many remain unaccounted for.